Und hier sind sie, die Pro Bono Nachrichten am 8. Februar 2036. Im Studio heute, wie immer, Nils Baumnusser. Willkommen bei den Pro Bono Nachrichten. Heute mit diesen Themen für Sie. Polens Verfassungsgericht wird umgebaut. Die Königin ist uns gleich live zugeschaltet. Helene Fischer ist tot. Wir haben aktuelle Infos. Thorsten Legert wird neuer Fußballnationaltrainer. Mit Sternen kennt er sich aus. Und das Wetter, es wird schön. Nach harmlosen und trotzdem hart niedergeschlagenen Protesten wird das Verfassungsgericht des Königreichs Polen nun in ein Museum umgebaut. Aus Warschau live zugeschaltet ist jetzt Königin Sylwia Sawicki. Guten Abend, Eure Majestät. Möbel und Pop, verneigt euch vor der Königin von Polen, der Herzogin von Pommern, der Gräfin von Posen, der Kurfürstin von Lublin, der Landgräfin von Krakau, der Markgräfin von Lodz, der Baronin von Gdansk, Global Elite von Counter-Strike Go. Guten Abend, Herr Baumnusser. Wie muss man sich zurzeit eure Tage als Königin vorstellen? Die sind durchaus schmerzhaft. Manchmal habe ich Krämpfe im Unterbauch. Was mich ärgert ist, dass ich als Königin gleiche Empfindungen habe wie der Pöbel, also mein Volk. Aber das soll ja das Gemeinschaftsgefühl stärken. Eure Majestät, ich meinte eigentlich eure täglichen Aufgaben. Nun gut. Eure neueste Anordnung ist es, das frühere Verfassungsgericht in ein Museum umzubauen. Warum? Das Volk soll sich ständig bewusst sein, wie schädlich das frühere System war. Ich bitte Sie, eine Instanz, die über die Verfassung wacht, allein das Wort Verfassung bringt mich aus der Fassung. Dieses Vorgaukeln von Sicherheit war eine Beleidigung für das Volk. Sie sehen doch, dass es damals nicht funktionierte. Heute herrschen Zufriedenheit und Königinnentreue. Was gibt es Schöneres? Kritiker werfen euch vor, das Volk durch totale Überwachung und willkürliche Verhaftungen zur Königintreue zu nötigen. Ein Anzeichen soll die mittlerweile leicht rötliche Weichsel sein. Irgendwas zu sagen? Das verbitte ich mir. Wir mussten eine Menge Borscht entsorgen. Die rote Beete-Ernte war zu gut, die Nachfrage zu gering. Der Fluss bot sich da an. Also ist die Weichsel rot, weil sie rote Beete entsorgt haben? Ihr Ernst? Das Gespräch ist beendet. Eure Majestät. Ja, Herr Baumnusser. Nichts, ich sage es einfach nur so gerne. Und jetzt weitere Nachrichten des Tages im Kurzüberblick. Helene Fischer ist ihren Atem los, nachdem sich die Sängerin schon lange aus dem Showbusiness zurückziehen wollte, aber den Fans zuliebe weitersang, wurde ihr das nun zum Verhängnis. In der Nacht zum Montag fand sie ihr Ehemann Florian Silbereisen tot im Hausflur. Sie sei an einer tödlichen Mischung aus Fanpost, Geld und Merchandising-Produkten erstickt, heißt es aus Ermittlerkreisen. Doch Fans können aufatmen, wer Helene Fischer noch einmal live sehen will, kann ihre Leichenshow mit dem Titel Helene Fischer Exhibition besuchen. Ende des Jahres soll sie dann live im ZDF verbrannt werden. Ihr Management dazu, jetzt wird nochmal richtig Asche gemacht. Verpackungsstreit. Ein Verbraucherschützer hatte geklagt, aufgrund von genmanipuliertem Obst sei es nicht mehr ausreichend, Saft vor dem Öffnen gut zu schütteln. Das Oberlandesgericht Hamm gab ihm Recht und schrieb vor, dass auf den Verpackungen in Zukunft Folgendes stehen muss: vor dem Öffnen überragend schütteln. Doch das ist dem Kläger nicht genug. Er will in Revision gehen und den Wortlaut unmenschlich schütteln durchbringen. Oscar ist ab jetzt für alle da. Der kleine Oscar hat die Nase voll. Jedes Jahr muss er zu einem anderen Besitzer, immer sind es Schauspieler. Ich möchte auch mal zu einem Metzger, sagte er. Auf seinen Wunsch hin gibt es ihn nun unter anderem auch für die beste Wurst. Der erste Gewinner steht auch schon fest, der Brutzler. Die Laudatio hielt unser Innenminister Omar bin Rashid. Und wir kommen zum Sport. Mit Ulrike von der Kappe. Ulrike. Ach, Herr Baumnusser. zum Sport. Marcel Reif hat wieder einen Kommentatorenjob. 20 Jahre nachdem er Sky verließ, hat der 86-Jährige etwas Neues gefunden. Er wird ab sofort jede Woche 2 Stunden den Bundestag kommentieren. Seine Tendenz für die nächste Wahl ist klar. Die CDU wird sicher deutscher Meister. Wem Marcel Reifs Kommentar nicht gefällt, kann auf Stadionsound umschalten. Revolution bei Sat.1. Ab sofort wird der Ball im Logo durch einen American Football ersetzt. Dies ist eine Reaktion auf den Erfolg der US-amerikanischen Sportart bei Sat.1. Die Quote setzt sich durch, sagt Programmchef Frank Buschmann, und weiter heißt es: Wie geil wird das denn? Auch weitere Formate sollten folgen, jeden verdammten Tag und der Sat.1 Football am Dienstag. Thorsten Legert wird Nationaltrainer. Der ehemalige Fußballspieler und Literaturnobelpreisträger, der bis vor kurzem noch beim FC Remscheid tätig war, soll die Mannschaft zum nächsten WM-Titel führen.
Denn der nächste Stern soll her. Damit kennt sich der Instinkttrainer seit seiner Teilnahme im Dschungelcamp ja aus. Zum neuen Nationaltrainer nun ein Kommentar von Nick Peters. Thorsten Legert ist Nationaltrainer. Meine super Einstellung vom DFB. Und das ist schon mal Fakt. Endlich mal ein paar Leute mit Eier in der Buchse am Werk, ne? Und ein bisschen Kasala machen, ne? Ich meine, wir haben bis jetzt da nur diese Social Media Beauty Bitches Kicker. Die meinen, die müssen ihr ganzes Privatleben im Netz posten. Haben die nichts Besseres zu tun? Die sollen mal ein bisschen trainieren in der Zeit, ne? Schön die Kasseruber Straße raufrennen, ne? Dann wird der Leger jetzt schon was machen. Ich meine, die Fitnesszulassung der Mannschaft ist ja gerade mal bei 70%. Und so ein Leger, der sieht das direkt. Der lässt sich ja von seiner Kompetenz nicht umsonst beirren, ne? Ist klar. Mit dem jungen Mann, da holen wir den fünften Stern. Denn damit kennt sich dieser glatzköpfige Legionator ja seit dem Dschungel, da er die Maden gefressen hat, aus, ne? Der weiß, wie das geht. Und die Maden, die bringen ein bisschen Proteine, schön für die Maden, damit ein bisschen ja wieder was gemacht werden kann auf dem Platz. Mit dem jungen Mann, das wird was. So, ich bin ja fertig. Muss jetzt wieder los. Bisschen Kasala machen. Nick Peters kommentierte und nun die Ergebnisse des nächsten Spieltages. Das Freitagabendspiel zwischen dem Tabellenletzten FC Wülfrath und Gazprom Gelsenkirchen wird völlig überraschend 0:0 ausgehen. Den Gelsenkirchenern ist der Geldhahn zugedreht worden. Sie haben momentan nicht mehr genügend Geld, um sich Tore zu kaufen. Am Samstag werden die Ergebnisse dann wie folgt aussehen. Hoffenheim gegen Bet at Home Duisburg 0:3. Elton & Friends und der FC Ingolstadt trennen sich torlos 0:0. Elton bleibt im Tor eine Macht. 8 hochkarätige Paraden wird er zeigen. Bei einer springt er sogar. Das Topspiel gewinnt der FC Bayern München gegen RB Leipzig mit 5:0. Alle 5 Tore fallen innerhalb von 30 Sekunden. Hier sollten die Zuschauer besonders auf die 33. Spielminute achten. Und der Hamburger SV wird sich weiter auf dem Relegationsplatz halten. 1:1 gegen den FC Remscheid. Das BWin-Montagsspiel zwischen BWin Offenbach und Bayer Leverkusen geht 4:1 aus. BWin Offenbach hat noch nie in dieser Saison ein BWin-Montagsspiel verloren. Ulrike von der Kuppel, meine Damen und Herren! Und jetzt zum Wetter mit Julian Schepertens. Wie wird's denn? Schön. Danke, Julian Schepertens. Das war's von den Pro Bono Nachrichten. Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie's gut. Und jetzt geht's weiter mit den Simpsons. Ulrike. Hä? Valentinstag schon was vor?